So, wir haben uns gesagt, wir verlassen Rom nicht ohne ein Brombeerzeland. Ja, gestern hat es nicht geklappt im Luneurpark und deswegen sind wir heute im Family Park hier in Rom. Ja, das ist die schöne Bahn. Und da sieht man mal, ja, da sieht man mal wieder, was man für sein Hobby nicht alles tut. Herzlich zurück bei den Strandreisenden. Hier aus dem wunderschönen, warmen und sonnigen und tollen Italien. Ja, wir sind jetzt schon an unserem Hotel, unserem zweiten Hotel angekommen, hier in Ravenna. Ja, ansonsten ist nicht wirklich viel passiert heute. Wir haben einige Parks besucht, also wir haben auch Achterbahnen gesehen, aber die waren alle geschlossen. Keiner hat uns reingelassen. Die wollten uns alle nicht. Weil, guck mal nach oben. Scheiß schlechtes Wetter. Ja. Also das ist wirklich, das ist echt ein Fluch, der uns diesen ganzen Urlaub jetzt hier verfolgt. Die Italiener sind sehr wetterfühlig. Ja, ich meine, wir haben, was haben wir so, 5, na, 12, 13 Grad. Vielleicht 14. Ja, jetzt. Jetzt. Jetzt, ja. Vorhin war es tatsächlich ein bisschen mehr bewölkt. Aber es hat definitiv nicht geregnet oder sonstiges. Nee, definitiv nicht. Und es war auch immer trocken. Also man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwelche technischen Sachen abgesoffen sind. Ja. Also unser erster Plan war, wir waren heute Morgen ja in diesem Family Park bei Rom. Danach wollten wir dann direkt zu Via Bilandia in Rimini fahren. Der Park war zu, da waren wir gerade. Dann haben wir noch zwei kleinen Parks auf dem Weg hierher besucht. Der eine war noch nicht mal aufgebaut, ist so ein quasi so ein mehr oder weniger stationärer. Ja, Park. So ein Luna Park. Ja, und dann waren wir jetzt hier ca. 18 Uhr im Hotel und ja, hier sieht man das Meer, die Adria. Also wir sind einfach völlig in Off-Season hier im Mai. Ja. Man sieht auch noch die Baggerspuren hinter uns. Das sind die Planierraupen, die den Strand herrichten. Bin mal gespannt, ob morgen Mia Bilandia aufhat. Laut Website soll's, aber laut Website sollte heute auch vier Bilandia aufhaben. Ja. Naja, schauen wir mal. Ja. Jetzt werden wir uns erstmal schön was zu essen holen. Ja, schön Fisch. Stimmt. Calamari, Shrimps. So ein Meeresfrüchteteller. Ja. Okay. Klingt super. Ja, ich kotze. So, das war's dann für heute. Ja, war ja nicht so viel, ne? Ja, vielleicht sehen wir uns dann ja morgen in einem Freizeitpark. Ja, vielleicht hätten wir uns doch nicht so auf Italien festlegen sollen. Ich hab gehört, in anderen Ländern ist es wärmer. Ja. Wir gucken nachher noch bei Ryanair, was die so anbieten. Ja. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen.